Ich habe mich mit Kiefer Sutherland überhaupt nicht zum Totlachen gefühlt. Er spielt seine Rolle einfach sehr intensiv. Ich habe mich als Regisseur totgelacht, als ich mir das angeguckt habe. Ich hatte so viel Spaß, das zu sehen. Man will ja auch das Aufgenommene nicht versauen, aber manchmal geht es einfach nicht anders. Ich muss sagen, Kiefer Sutherland ist ein wirklich intensiver und dramatischer Schauspieler, ein sehr ernster Charakter, aber Owen Wilson hat es geschafft, dass Kiefer Sutherland sich schlapplacht. Kiefer Sutherland crack up in a take. Er hat gesagt, dass das eigentlich nie passiert, aber ich konnte merken, dass er wirklich lachen musste. Aber sogar als er sich totlachte, konnte man es ihm kaum anmerken. War es nicht Ihre Idee? Ich bin mir nicht sicher, ob ich ihr überhaupt erzählt habe, was wir mit ihr machen werden. Naomi Campbell ist sehr professionell und ich finde, sie hat es unglaublich toll gemacht, diese Euter zu melken. Wir wollten einfach eine alberne Werbung machen, die sich anfühlt, als wäre sie aus einer anderen Zeit. Ich war wirklich schockiert darüber, dass sie einen zweiten Film machen. Ich war nämlich ein großer Fan des ersten Films. Außerdem war ich total glücklich und überrascht, dass er mich als das Mädchen im Film haben wollte. Ich habe gedacht, das ist interessant, denn ich wollte schon immer einen Comedy-Film wie diesen machen. In meinem Land und in meiner Muttersprache habe ich schon in mehreren Komödien mitgespielt. In Amerika habe ich bisher nur zwei mit Woody Allen gemacht. Und in einem der beiden Filme musste mein Charakter ständig leiden, sodass ich es nicht als wirkliche Komödienerfahrung bezeichnen würde. Deshalb ist Zoolander etwas Neues für mich und ich liebe es, von den ganz Großen der Comedy-Szene umgeben zu sein. No, I didn't have a trick. It was not possible. We were all laughing all day long. Nein, ich hatte keinen Trick. Es war einfach nicht möglich. Wir haben alle den ganzen Tag lang gelacht. Vor allem für mich war es schwer, weil meine Rolle das seriöse und smarte Mädchen war, das alles in Ordnung haben musste. Und deren Ziel es ist, alles zu schaffen. Die anderen Rollen um mich herum waren alle wahnsinnig. Die Schauspieler untereinander kennen sich alle sehr gut. Sie wissen, was der jeweils andere denkt. Und für mich war es einfach total lustig. Während ich sie beobachtet habe, habe ich sogar ganz vergessen, dass wir mitten im Dreh waren und die Kamera lief. It was really funny and it was I would forget that I was shooting. I would forget the camera was rolling just watching them. Well, I love Sting. Also, ich liebe Sting. Ich habe schon vorher öfter mit ihm gesprochen, aber das war großartig. Manchmal saßen wir alle am Set zusammen und haben Sting zugehört, wie er auf der Gitarre gespielt hat. Es war einfach toll, ihn zu haben. Aber genau das macht den Film ja auch spannend, dass eine neue Person dabei ist. Dadurch bleibt es interessant. Owen Wilson braucht Besucher am Set, damit es für ihn interessant bleibt. Er langweilt sich ständig, mit uns zu arbeiten. Deshalb haben wir ja auch die ganzen Gastauftritte im Film.